Die Stadt im Herzen Europas. Einstige Hauptstadt eines 53 Millionen Vielvölkerstaates. Imperiale Attitüde, großartige Bauwerke, ein Tummelplatz der Zeitgeschichte. Eine Geschichte, die gegenwärtig ist und die Gegenwart zur Geschichte macht. Menschen, die die Kunst des Lebens beherrschen, Menschen mit traditionellem Charme. Eine Stadt, in der es sich menschlich leben lässt. Wien. Stadt von Österreich liegt im Herzen Europas. Denken wir uns auf unserem Globus eine waagrechte Linie, so liegt in etwa auf derselben Höhe von Wien, Nantes, die französische Hafenstadt, oder Quebec und Seattle, zwei Städte an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. Oder am asiatischen Kontinent die Mongolei. Oder stellen wir uns auf unserem Globus eine senkrechte Linie vor, so liegt in etwa auf der gleichen Höhe mit Wien die Hauptstadt von Schweden, Stockholm, oder die italienische Hafenstadt Bari an der Adria, oder auf dem afrikanischen Kontinent die südlichste Spitze Kapstadt. Wien liegt am Fuße des auslaufenden Bogens der europäischen Alpen. In Richtung Osten beginnt das Flachland, die Pusta. Wien erstreckt sich über eine Fläche von 415 Quadratkilometern. Im Vergleich dazu, die französische Hauptstadt Paris erstreckt sich über 105 Quadratkilometer und die deutsche Hauptstadt Berlin über 883 Quadratkilometer. In der Stadt gibt es 9.800 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche, 8.500 Hektar Gärten und 670 Hektar Weingärten und 6.900 Hektar Wald. In Wien leben 1.600.000 Menschen. Die Lage dieser Stadt bringt klimatische Vorzüge, um die sie andere Städte dieser Welt wahrlich beneiden. In Wien weht ständig der Wind. Das heißt, es gibt praktisch immer gute Luft, keine Abgase. Dazu kommt noch, dass 35% der Fläche der Stadt Parks und Grünanlagen sind. Zusammen mit dem vorgelagerten Wienerwald, der alleine dreimal so groß ist wie die Fläche des gesamten Stadtgebietes und Wien hufeisenförmig umarmt, spricht man von den grünen Lungen der Stadt. Die Winter sind kurz, mäßig kalt und sanfter Schnee bereitet weihnachtliche Stimmung. Bereits oft im Februar zieht der Frühling ein und es erwachen tausende Blumen und Düfte. Im Sommer steigen die Temperaturen bis 35 Grad. Die Geschichte der Stadt ist bewegt und ereignisreich. Die erste Spur menschlicher Besiedlung reicht zurück bis 5000 vor Christus. Um Christi Geburt besetzten die Römer das keltisch besiedelte Pannonien und bereits um 200 ist Vindobona eine 6000-Mann-Festung. Ein weiteres Jahrhundert später leben hier schon 20.000 Menschen und doch um 400 fallen die Kelten ein und zerstören das Munizipium. Die Bajuwaren gründen dann im Wiener Raum kleine Siedlungen, deren Namen alle mit der Silbe Ing enden. Heute noch deutlich zu sehen am Beispiel Otterkring, Penzing, Grinzing. 1412 hat Wien 40.000 Einwohner. Die Siedlung erhält das Stadtrecht. Um 1435 wird Wien die Residenz des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation.
Die Stadt ist Mittelpunkt einer Großmacht. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts nimmt die Bedrohung durch die Türken zu. 1529 kommt es zur ersten Türkenbelagerung und Kara Mustafa, der Großwesir, stattet im Jahre 1683 Wien mit 200.000 Mann einen Besuch ab. Tapfer verteidigen sich 20.000 Wiener gegen diese Übermacht, denen letztendlich ein Entsatzheer unter Leitung des Polenkönigs Sobieski zu Hilfe eilt. Anfang des 18. Jahrhunderts kämpft Prinz Eugen, der kaiserliche Feldherr, erfolgreich gegen einen neuerlichen Türkenangriff. Und das so erfolgreich, dass von dieser Seite ab sofort keine Gefahr mehr droht. Der Status der Stadt ist wiederhergestellt. Vienna Gloriosa existiert wieder. 1740 beginnt die Regentschaft von Maria Theresia und Wien hat zu dieser Zeit bereits 160.000 Einwohner. Die Kaiserin wurde besonders durch ihre politischen Fähigkeiten bekannt. Vorerst musste sie wohl, wie viele andere Herrscher dieser Zeit, mehrere Kriege führen. Dann aber erinnert sie sich an die bewährte österreichische Gepflogenheit Bella Gerand Alii tu Felix Austria Nube, was so viel bedeutet wie: andere mögen Kriege führen, du glückliches Österreich heirate. Nicht zuletzt durch diese Heiratspolitik von Maria Theresia wird Wien das Zentrum eines 50 Millionen Menschen zählenden Reiches mit 12 Nationen. 1918 verzichtet der letzte österreichische Kaiser, Karl I., auf seinen Thron. Die Residenz seines riesigen Reiches ist über Nacht die Metropole des Kleinstaates Österreich geworden, damals knapp 6 Millionen Einwohner. Wien, die Hauptstadt Österreichs, ist in Bezirke eingeteilt. Insgesamt 23. Der älteste Bezirk ist das Zentrum der Stadt, der erste Bezirk. Als einziger trägt er keinen besonderen Namen. Er wird lediglich Innere Stadt genannt. Das ist das alte Wien. Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts war diese innere Stadt von Stadtmauern umgeben. Reste davon sind heute noch deutlich zu sehen. Außerhalb dieser Stadtmauern waren früher die Dörfer. Im vorigen Jahrhundert ließ Kaiser Franz Josef die Stadtmauern schleifen und an deren Stelle wurde eine Straße gebaut. Die Dörfer, die nun plötzlich zur Stadt gehörten, sind die Bezirke 2 bis 9, heute die inneren Bezirke. Diese Dörfer waren früher mit einem Linienwall umgeben. Anstelle dieses Linienwalls wurde eine weitere Straße gebaut, der Gürtel. Und außerhalb des Gürtels liegen die äußeren Bezirke 10 bis 23. Blaue Tafeln, montiert an jeder Hausecke, zeigen neben dem Namen der Straße auch noch die Nummer des Bezirkes. So weiß man immer, wie weit man vom Stadtzentrum entfernt ist. Überall in der Stadt sehen wir barocke Bauten, wie hier zum Beispiel die Karlskirche. Dass in dieser Stadt besonders viel in Barock gebaut wurde, verdanken wir einem Zufall. Jahrhundertelang stellten die Türken eine Bedrohung dar. So wurde das gesamte Geld dafür verwendet, um Befestigungsanlagen und Schutzwälle zu bauen oder um Waffen zu kaufen.
Nun plötzlich, eben genau zur Barockzeit, waren die Türken keine Gefahr mehr und so investierten die Adeligen ihr Geld in Prachtbauten. Die Straße, die den ersten Bezirk von den inneren Bezirken trennt, zeigt den Verlauf der frühen Stadtmauer. An ihrer Stelle entstand die Ringstraße, eine Prachtstraße, die in ihrer Einzigartigkeit ihresgleichen sucht. Wie damals geplant, auch heute noch die Charakteristik der Straßenführung. Links und rechts ein breiter Streifen für die Kavaliere hoch zu Ross. Zwischen den Bäumen links und rechts die Promenade für die schönen Damen und im Mittelteil der Fahrbahn, in beiden Richtungen, die Spur für die Fiaker und Privatkutschen. Kaiser Franz Josef brachte diese Straße jedoch Ärger. Die Grundstücke entlang der ehemaligen Stadtmauer sollten natürlich zu sehr hohen Preisen verkauft werden und den Bauherren wurden fast nicht zu bewältigende Auflagen gemacht, wie zum Beispiel binnen 12 Monaten musste mit dem Bau eines repräsentativen Gebäudes begonnen werden oder die Bauarbeiten mussten in sehr kurzer Zeit abgeschlossen werden. Kaum jemand aus dem damaligen Wien wollte unter solchen Umständen bauen. So griff der Kaiser zu einer List. Er versprach Adelstitel für diejenigen, die seine Auflagen erfüllen konnten. Und rasch fanden sich Industrielle und andere reiche Leute aus dem weiten Umkreis, die hier ihre Häuser bauten. Der Hochadel war natürlich wenig begeistert. Durch solche Art des Managements entstand die größte zusammenhängende Architekturleistung der Welt im 19. Jahrhundert. Größer noch als die gesamte Stadterneuerung von Paris. Das erste Gebäude an der Ringstraße war die Oper. 2 Pferde auf dem vorderen Teil stellen jeweils einen Pegasus dar. 2 mussten es sein, denn man sagt in Wien, jeder Fiaker hat 2 Pferde, also soll die Kunst auch 2 haben. Während des Krieges wurde die Oper fast völlig zerstört, jedoch danach genau nach den Plänen aus früheren Zeiten wieder aufgebaut. Zusätzlich wurde jedoch eine Art Klimaanlage installiert, die sich aus dem benachbarten Garten einer riesigen Grünfläche die frische Luft holt. Da kann es schon passieren, dass es zum Beispiel im Mai in der Oper nach Flieder riecht. Das Kunsthistorische Museum, ein Prachtbau. Es zählt zu den bedeutendsten Museen der Welt. Die Architekten Gottfried Semper und Karl Hasenauer konnten kostbare Materialien verwenden. Die Sammlungen sind in 10 Abteilungen geordnet, unter anderem die Antikensammlung, die ägyptisch-orientalische Sammlung, die Sammlung für Plastik- und Kunstgewerbe und die Gemäldesammlung. Das Naturhistorische Museum wurde vom Mann von Kaiserin Maria Theresia Franz I. gegründet. In 39 Schausälen und einer Kuppelhalle sind Sammlungen untergebracht, die seit der Gründung 1765 ständig erweitert werden. So zum Beispiel eine Mineraliensammlung, eine prähistorische Sammlung, eine paläontologische Sammlung, eine anthropologische Sammlung und eine zoologische Sammlung. Das österreichische Parlament, anspielend auf das Ursprungsland der Demokratie Griechenland, erbaute Theophil Hansen, ein Gebäude in griechischen Formen mit korinthischen Säulen und reichem Schmuck an Attiken und Giebeln. Die Parlamentarier dieses Landes müssen damit leben, dass es heißt, in Österreich hat die Weisheit vor dem Parlament Platz genommen. Verantwortlich dafür ist diese griechische Göttin der Weisheit, die Pallas Athene.
Die Stadtverwaltung von Wien und Sitz des Bürgermeisters. Das Rathaus. Dieser sogenannte Rathausmann ist 6 Meter hoch und gilt als drittes Wahrzeichen von Wien neben dem Stephansdom und dem Riesenrad. Hier residiert der österreichische Bundespräsident. Hier haben Österreichs Bundeskanzler und Außenminister ihren Sitz. Und hier sorgten Kaunitz und Metternich für den Ruhm Österreichs. Der Ballhausplatz ist analog zur Downing Street und zum Quai d'Orsay zugleich das Synonym für den Regierungssitz. Wien hat die älteste deutschsprachige Universität. Insgesamt studieren in Wien 70.000 Studenten. Zwölf von 15 österreichischen Nobelpreisträgern kommen aus dieser Universität. Das ist im Verhältnis zu den Einwohnern Weltrekord. Dieser Bau, das Burgtheater, die Wiener nennen ihn die Burg, gilt schlechthin als das Nationaltheater der deutschen Sprache. Tatsächlich ist es auch das älteste Theater im deutschen Sprachraum. Man sagt, die schönste deutsche Sprache wird an diesem Theater gesprochen. Nach wie vor bedeutet ein Engagement am Burgtheater den Höhepunkt der künstlerischen Laufbahn eines Schauspielers. Natürlich finden wir in einer Großstadt und dann noch in einer mit einer derartigen geschichtlichen Vergangenheit eine Vielzahl von Handwerksberufen. Einige jedoch zeigen ganz besonders die Tradition dieser Stadt. Musik 1870 wurde eine Werkstatt in der Canova-Gasse errichtet. Der Gründer, Gabriel Lemböck, hatte eine besondere Ehre. Er durfte sich Geigenmacher der Wiener Philharmoniker nennen und seine Nachfolger dürfen es auch. Ottmar Lang, Meister der Geigenbaukunst, fertigt und repariert mit besonderer Liebe und faszinierendem Können die Streichinstrumente der Wiener Philharmoniker, wohl dem berühmtesten Orchester der Welt. In zahlreichen Geschäften, besonders in der Innenstadt, läuft einem bereits beim Anblick das Wasser im Munde zusammen. Und wenn dann noch zusätzlich die Nase verspürt, welche Kostbarkeiten hier in Aussicht sind, dann erkennen wir Köstlichkeiten, die mit nahezu unglaublichem handwerklichem Aufwand entstehen. Der Geschmack wird durch Rezepte bestimmt, die aus jahrhundertelanger Überlieferung stammen. Jede Werkstatt dieser Genüsse hat somit ihre streng gehüteten Geheimnisse. Sowas von mir gesagt. La, 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 la.
schönes Bad in ihr Blut. Ihr Blut, heiße Blut, aller Ort geht das Wort. Natürlich, Wien, eine Weltstadt, hat unzählige Highlights, je nach Geschmack und Interesse. Aber einige Besonderheiten muss man einfach kennen, wenn man von Wien erzählt. Diese Aulandschaft wurde nach 1560 durch Kaiser Maximilian II. Ein Wildgehege, ausschließlich für den Kaiserhof. Ab 1766 durfte auch das Volk dieses Gebiet betreten. Heute befinden sich in der weitläufigen Wald- und Wiesenlandschaft Bahnen für den Pferdesport und Reitclubs, ein Schwimmbad und Österreichs größtes und modernstes Fußballstadion, das Ernst-Happel-Stadion. Das ist der Prater. In Richtung Stadtzentrum entstanden nach und nach zahlreiche Vergnügungsstätten. Es entstand der Wurstelprater. Das Riesenrad, eines der Wahrzeichen der Stadt Wien. 430.000 Tonnen Stahl verwendete der englische Ingenieur Walter Besset am Ende des letzten Jahrhunderts. Er baute mehrere Riesenräder auf der ganzen Welt, alle anderen jedoch sind längst verschrottet. Vom Wiener Stadtbild nicht wegzudenken sind die Fiaker. Den Namen Fiaker haben die Österreicher aus dem Französischen übernommen. In Frankreich heißt der Schutzpatron der Kutschenfahrer Saint Fiacre. Kaum eine andere Stadt der Welt hat ein derartiges Netz an Radwegen zu bieten. 460 Kilometer Radfahrstreifen und Radrouten werden teilweise durch besonders verkehrsarme Zonen angelegt. Eigene Fahrradverleihfirmen entstanden, Wienführungen per Fahrrad sind eine Besonderheit. Immer mehr steigen auf den Drahtesel um, auch Leute, die nur vorübergehend der Stadt einen Besuch abstatten. Die Grundlagen des weltbekannten Wiener Heurigen wurden von Joseph II. Gelegt. Ab der Verordnung vom 17. August 1784 durften selbsterzeugte Lebensmittel zu allen Zeiten des Jahres mit freier Preisgestaltung verkauft werden. Dieses Heurigen-Lokal war und ist eine Besonderheit. Früher war es das einzige Lokal in Grinzing, das für diejenigen zur Verfügung stand, die selbst kein eigenes Lokal hatten. So konnte jeden Tag ein anderer Heurigenwirt sein und seine Produkte verkaufen. Und heute ist dieses Lokal der einzige Operettenheurige. Musik.
Andere Großstädte haben sie rücksichtslos abgeschafft. Und heute schauen sie alle neidvoll nach Wien. Die alte Tram ist wieder modern. Auf nahezu 250 Kilometern Schiene sind 35 Linien in Wien unterwegs. An 1000 Haltestellen steigen pro Jahr 250 Millionen Fahrgäste ein und aus. Somit ist Wien der größte Straßenbahnbetrieb der westlichen Welt. Dennoch waren die Wiener Straßenbahnen früher auf noch mehr Linien unterwegs. Den Stellenwert der Straßenbahn für die Wiener in früheren Zeiten erkennen wir durch traumhaft schöne Haltestellen, wie hier zum Beispiel die Nussdorfer Straße. Aber auch in Wien musste die Tram ums Überleben kämpfen. Aber auch in Verbindung mit der U-Bahn eine ideale Symbiose. Wien ist dadurch Europas Nummer 1 in Sachen Erschließung durch öffentliche Verkehrsmittel. Weltbekannt, oft nachgeahmt und doch nie erreicht, das ist das Wiener Kaffeehaus. Charakteristiken, Details schon von der Platzaufteilung und von der Einrichtung her. Gelegentlich organisiert der Chef vom Zentrum des Lokals aus. Die Gründe, für den Wiener in das Kaffeehaus zu gehen, sind vielfältig. Beobachten, sehen, gesehen werden, gegrüßt, ignoriert werden und so weiter. Der Kaffee ist unwichtig. Eigentlich der letzte Grund und doch erst immer dabei der Kaffee. Allerdings für einen Nicht-Wiener kann das Bestellen eines Kaffees schon zum Problem werden. Und 35 Sorten. Jede mit einer ganz speziellen Bezeichnung bietet zum Beispiel das Café Sperl. Jede natürlich für etwas Besonderes gut. An die 100 echte Kaffeehäuser hat Wien zu bieten. Eines davon, der Bräunerhof. Hier, wie in fast allen anderen, servieren die Herren in Schwarz, die Ober. Und jeder erlaubt sich ganz typisch, er zu sein. Freundlich, höflich, immer gut gelaunt oder mürrisch und grimmig. Jeder für sich, immer gleich. Wie auch die Gäste. 95% sind Stammgäste mit immer den gleichen Wünschen. Die Atmosphäre macht der Gast, sagt Sigi Hostnik, nicht nur der Boss des Bräunerhofes, sondern auch von allen Wiener Kaffeesiedern. Das ist vielleicht auch der Grund für die einzigartige Atmosphäre. So viele Wiener gibt es eben nur in Wien. Einer alten Tradition folgend ist der Bräunerhof an einigen Tagen im Monat Konzertcafé. Weltbekannt für seine Bälle. Zu früheren Zeiten spielte sich das Treiben im Fasching in den Straßen ab. Alle waren maskiert und der Kontaktfreudigkeit waren keine Grenzen gesetzt. Dies behagte der katholischen Kirche überhaupt nicht und die Lustbarkeiten in den Straßen und Gassen Wiens wurden verboten.
So errichtete man Ballsäle und das muntere Treiben wurde kurzerhand nach innen verlegt. Heute sind die Bälle gesellschaftliche Großereignisse. Die Oper zum Beispiel wird jedes Jahr umgebaut, um den Opernball zu inszenieren. Aber der wohl traditionsreichste Ball Wiens ist der der Wiener Kaffeesieder. Die diplomatische Crème de la Crème trifft sich in der Hofburg. Jedes Jahr steht ein anderes Land im Mittelpunkt. Im Schlosspark von Schönbrunn erlebt man eine mitteleuropäische Sensation, das Schmetterlingshaus. Der Besucher wird inmitten tropischer Gewächse von farbenprächtigen, exotischen Faltern umschwärmt. Unabhängig von Außentemperaturen, Regen oder Schnee, mitten in der fantastischen Welt von tropischen Schmetterlingen. Das ist ein besonderes Hotel, das Orient Hotel, das berühmteste Stundenhotel der Stadt. Das Etablissement ist laufend ausgebucht. Künstler, Prominente aus allen Teilen der Welt steigen hier ab. Ausgebucht auch von Fotografen und Filmteams, die für ihre Aufnahmen die prickelnde Kulisse schätzen. Ein Schweinsbraten mit Besuch und diese Bestellung klingt nicht ungewöhnlich. Allerdings betrachten wir die Tageszeit oder besser gesagt die Nachtzeit, dann wird sie zur Besonderheit. Es ist 4 Uhr früh und das Café Drexler hat gerade aufgesperrt. Deftige Hausmannskost ist hier gefragt. Dieser Treffpunkt für Leute, die entweder nie genug vom Wiener Nachtleben haben oder sich davor scheuen, dass bald wieder der Tag anbricht, oder einfach nur die Nacht zum Tag machen, dieser Treffpunkt ist in Wien längst zur Institution geworden. Das Café Drexler. Die Habsburger, Bewohner von Schloss Schönbrunn, hatten besonderes Interesse an der Botanik. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts starteten zahlreiche Sammelexpeditionen im Auftrag des Kaisers. So entstand eine bedeutende Sammlung von seltenen Gewächsen aus allen Teilen der Erde. Das Palmenhaus auf 2500 Quadratmeter Grundfläche wurden 4023 Quadratmeter Glas verarbeitet. Das sind 45.000 Glasscheiben. 4000 exotische Pflanzen gedeihen und blühen, unabhängig von Wetter und Außentemperatur. Ein Kanal wurde gegraben. Eine Insel blieb übrig, große Pläne wurden geschmiedet, Architekten zerbrachen sich die Köpfe und bauten Luftschlösser. Zum Glück. So entstand eine für Europa einzigartige Landschaft inmitten einer Großstadt, die Donauinsel. Die Natur nahm Platz auf dieser Insel und zeigt sich von ihrer besten Seite. Man entdeckte, dass das Wasser dieses Donauarms eine gute Qualität hat und auf 21 Kilometer Länge sollten daneben auch die Wiener genug Platz finden. Mit der U-Bahn ans Meer, an die Adria. Diesen Komfort genießt man nur in Wien. Es ist halt nur die Wiener Adria.
Nach der Verzichtserklärung von Kaiser Karl I. im Jahre 1918 gingen die ehemaligen Gärten des Kaiserhauses in den Besitz der Republik Österreich über. Wer die Zahlen dieser Gärten kennt, betritt jeden dieser Parks mit Ehrfurcht. Insgesamt sind die Bundesgärten 300 Hektar groß. 327 Mitarbeiter sind ständig im Einsatz, die Pracht der Natur zu hegen und zu pflegen. So pflanzen sie jedes Jahr 430.000 Blumen und Pflanzen, schneiden 50.000 Meter Hecken, die bis zu 12 Meter hoch sind, und mähen den Rasen auf über 2,5 Millionen Quadratmetern. Das entspricht mehr als 300 Fußballfeldern. Eine besondere Parkanlage ist der Augarten. Inmitten dieser Parkanlage steht ein wunderschönes Palais, das Augarten-Palais. Hier leben an die 120 jungen Männer, eigentlich Knaben, deren Stimmen die ganze Welt kennt. Die Wiener Sängerknaben. Der Walzer, Wien und die Donau, Wien und das Herz Europas. Weltbekannte Begriffe, die auf der Zunge zergehen, genauso wie Wien, die Stadt der Mehlspeisen. Nahezu überall auf Straßen und Gassen, auf Plätzen und in Parks begegnen wir dem süßen Duft der Wiener Mehlspeisen. Wie in fast allen europäischen Städten hat der Markt Tradition. In Wien gibt es 24 Märkte, aber eine europäische Einzigartigkeit ist der Naschmarkt. 5 Uhr morgens zeigt die Uhr. Gefühl und Eigenheit des Naschmarkts erwachen. Bulgaren, Chinesen, Griechen, Männer und Frauen aus vielen anderen Nationen bieten eine Schau ihrer Marktkultur. Alfred Hrdlička, ein bekannter österreichischer Bildhauer, errichtete dieses Denkmal auf einem Platz in der Innenstadt. Ein Denkmal gegen Krieg und Faschismus. Musik.
Wien hat das beste Trinkwasser der Welt. Alle anderen Großstädte beneiden Wien um dieses Wasser, das, bevor es nach Wien kommt, ca. 170 Kilometer zurückliegt. 1899 erwarb die Stadt Wien von einem Stift in Niederösterreich die Rechte, die 7 Seenquellen zu nutzen. Diese bedeutende Errungenschaft wirkte sich nicht nur positiv auf die Gesundheit der Wiener aus. 2 Millionen Gäste pro Jahr schätzen das kühle Nass. Dieser Aquädukt, eine Autostunde von Wien entfernt, heißt Luegerbrücke und befindet sich in Neubruck. Lueger war der Bürgermeister, unter dem damals die Hochquellwasserleitung in der bestehenden heutigen Form geschaffen wurde. Die Drehorgel, originelle Töne, Techniken, die immer Geschichte waren, aber auch heute noch Geschichte schreiben. Drehorgeln sind keine Nostalgie. Heute werden sie mit modernster Technik ausgerüstet. Im böhmischen Prater, ein kleiner Vergnügungspark im südlichen Wien, hört man sie täglich beim Werkelmann. Das Gasthaus zum Werkelmann, ein Heurigenlokal, betreut jetzt bereits die 5. Generation und diese dreht auch an der Orgel. Der böhmische Prater wurde im Jahre 1893 errichtet. Die Beschäftigten der dort ansässigen Ziegelwerke wollten keinen langen Weg zum Wurstelprater auf sich nehmen und so errichteten sie sich ihren eigenen Prater. Schlösser und Burgen sind immer besondere Dokumente der Geschichte. In Wien sind 2 absolut sehenswerte Schlösser, die bei keinem Wien-Besuch fehlen dürfen. Es gab Zeiten, da hatten alle europäischen Fürsten und Könige ein Schloss als Vorbild. Versailles, das Schloss des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV. So entstand auch im 18. Jahrhundert hier in Wien dieses Schloss, das Schloss Schönbrunn. Hier in der Sommerresidenz lebten im Laufe der Jahre alle österreichischen Kaiserfamilien bis zum Ende der Monarchie 1918. Das Schloss steht in einem riesigen Park, in dem eine Quelle entspringt. Diese Quelle mit dem Namen Schöner Brunnen gab dem Schloss den Namen. Den Park ziehen ein berühmter Tierpark, ein Palmenhaus, tausende wunderschön angeordnete Pflanzen und eine Modeerscheinung des 18. Jahrhunderts, dieser Obelisk. In diesem Eingang fuhren die Kutschen vor. Der Boden stammt noch original aus dieser Zeit. Bequem konnte man so trockenen Fußes in die Räumlichkeiten gelangen, von denen wohl jede eine eigene Geschichte erzählen könnte. Typisch für den Stil des Schlosses sind diese Muschelornamente, die überall präsent sind. Der Großvater von Maria Theresia, Leopold I., hat mit dem Bau des Schlosses begonnen. Kronleuchter sind typisch für den Prunk dieser Jahrhunderte. Gefertigt wurden sie meist aus böhmischem Kristallglas, aus Holz oder aus Porzellan. Im ganzen Schloss sieht man diese traumhaft schönen Öfen. Früher wurden sie vom Gang her beheizt, aber bereits Mitte des 19. Jahrhunderts war eine hochmoderne Luftheizung installiert, die die Öfen auf ihre Temperatur brachte. Das Original-Arbeitszimmer von Kaiser Franz Josef, komplett aus Nussholz gearbeitet.
und das einfach möblierte Schlafzimmer des Kaisers und das Bett, in dem Franz Josef 1916 gestorben ist. Interessant auch diese geschickt in die Tapisserie oder Dekoration eingebauten Türen. Dahinter waren Versorgungsräume oder der eine oder andere Kammerdiener richtete sich ein, um rasch zur Stelle zu sein. Eine regelbare Lüftung an der Decke. Ein Griff für die Wasserzufuhr und eine mit feinstem Leder tapezierte Sitzgelegenheit. In der Tat, der Kaiser hatte sein eigenes WC. Dieser Raum hatte damals viele Diskussionen ausgelöst. Sollte dies Schule machen, dann müssten die Wiener Badfrauen um ihren Job fürchten. Doch Kaiserin Sissi bekam dennoch ihr eigenes Badezimmer mit einer hochmodernen Dusche. Der Ring wurde auf die Schultern gelegt, so blieben die Haare beim Duschen trocken. Das ist die große Galerie. 43 Meter lang, 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Sie alleine könnte tausende Geschichten erzählen. Für Empfänge, die hier stattfanden, spendeten Leuchter und Luster mit 880 Kerzen Licht. Um möglichst alle Kerzen gleichzeitig zu entzünden, war eine Vielzahl von Dienern beschäftigt. Man sagt, an die 150. Wenn die Kerzen abgebrannt waren, war auch der Abend zu Ende. So konnte man bei gegebenem Anlass durch die Länge der Kerzen auch die Länge der Veranstaltung beeinflussen. Auch heute noch finden in dieser Galerie Staatsempfänge, Bälle und Schlosskonzerte statt. Gemäß des letzten Schreis des 17. und 18. Jahrhunderts wurden im Schloss Schönbrunn zwei chinesische errichtet. Chinesische Vasen und Vuillac-Tafeln geben dem Raum eine eigene Atmosphäre. Hier fanden die Geheimbesprechungen statt. Man sagt, dass Maria Theresia alle geheimen Konferenzen in diesem Raum abgehalten hat. Die Besprechungen mussten so geheim sein, dass auch niemand im Schloss etwas davon erfuhr. Sogar Kaunitz, der Kanzler von Maria Theresia, sollte ohne Wissen anderer bei den Besprechungen teilnehmen können. So wurde eine eigene Stiege gebaut, dass Kaunitz unbemerkt zu den Konferenzen stoßen konnte. Diese Stiege wird heute noch die Kaunitz-Stiege genannt. Dieses Zimmer ist eine absolute Besonderheit. Der schönste und wertvollste Raum des ganzen Schlosses, das Millionenzimmer. Es heißt deshalb so, weil es damals 1 Million Gulden gekostet hat. Das wären für heutige Verhältnisse etwa 2 Millionen Dollar. Der gesamte Raum, ein Geschenk des türkischen Sultans an Maria Theresia, ist aus Fikatin-Holz gearbeitet, einem äußerst seltenen Holz einer chinesischen Rose. Besonders auffällig sind im ganzen Schloss die prächtigen Parkettböden. In diesem Raum, dem Rösselzimmer, tafelten die obersten Militärs und Hofchargen unter der Voraussetzung, dass es sich um kein offizielles Essen mit dem Kaiser handelte. An den Wänden sind Bilder von Pferden, die für Kriegszwecke ausgebildet wurden. Die Grundlagen für die spanische Hofreitschule. Die Sitzordnung bei Tisch war nach der Rangklasse geregelt. Der Kaiser speiste zur selben Zeit in einem anderen Raum, entweder mit der Familie oder mit geladenen Gästen. Dieser Teesalon zeigt einen wunderschön gedeckten Tisch. So war es üblich in den feinen Häusern, auch die langen Tischtücher. Heute noch werden bei offiziellen Empfängen der Republik Österreich die Tische so gedeckt. Das ganze Schloss ist reich an Bildern. Die Malerei von damals kann mit der heutigen Fotografie verglichen werden. Die Bilder zeigen Familienfeste, geschichtliche Ereignisse und so weiter. Hier zum Beispiel die kaiserliche Familie. Maria Theresia hatte 16 Kinder in der ersten Reihe bei einer Theateraufführung. Oder dieses Bild zeigt die Kaiserfamilie bei Tisch, ein festliches Bankett. Allerdings, man sieht auch, wie viele Menschen nur Zuseher waren. Damals war es eine große Ehre, eingeladen zu werden, um einem Diner beizuwohnen. Dieses Bild ist eine absolute Besonderheit. Unser Ausschnitt zeigt einen Teil des Publikums anlässlich der Hochzeit Josefs II. Jedes Gesicht stellt ein Porträt dar. Der Maler zeigt den kleinen Mozart. Der war zwar bei dieser Hochzeit gar nicht anwesend, aber zur Fertigstellung des Bildes war der junge Mann so berühmt, dass er kurzerhand in die Hochzeitsgesellschaft aufgenommen wurde. Die Gobelins im Gobelinsaal zeigen ebenfalls Zeitgeschichte.
Die Bedeutung der Sternzeichen war damals für viele genauso wichtig wie heute. So wurde für jedes Sternzeichen ein eigener Sessel angefertigt. Schön zu sehen auch die Muschelform, die den Kopf der Lene abschließt. Auch an den Wänden hängen Gobelins, die hier zum Beispiel zeigen, wie nützlich das Sozialverhalten der Affen war. Prinz Eugen, der Feldherr, wurde in Wien weltberühmt. Er besiegte die Türken, die ab sofort keine Gefahr mehr waren. Prinz Eugen wurde in Paris geboren, seine Mutter eine junge, schöne Prinzessin, Olympia Mancini, kein Kind von Traurigkeit und unter anderem die Geliebte Ludwigs des 14. Als sie schwanger war, musste für sie ein Gemahl gefunden werden, Prinz Moritz von Savoyen. Als ein Junge zur Welt kam, war Ludwig der 14. nicht gerade erfreut, denn der Nachwuchs war klein und nicht besonders schön. Er sollte mit 18 Jahren ins Kloster. Da machte jedoch der junge Prinz nicht mit und flüchtete auf einem Pferd als Frau verkleidet. Man schrieb das Jahr 1683. Aufgrund des adeligen Standes bekam Prinz Eugen von Savoyen in Wien ein Bataillon. Dies sollte den Start einer außergewöhnlichen Karriere bedeuten. Bereits mit 33 war er Feldmarschall und erhielt den Oberbefehl über die kaiserlichen Truppen. Prinz Eugen war nicht verheiratet. Man sagt, er habe keine Frau gehabt, die für ihn das Geld hätte ausgeben können. Und so wurde er Kunstmäzen und baute große Schlösser, wie zum Beispiel die Belvedere-Schlösser. Im unteren Schloss hat der Prinz selbst gewohnt. Heute ist die Sammlung Malerei und Plastik aus der Glanzzeit des Barock hier untergebracht. Das Österreichische Barockmuseum. Das obere Belvedere war für Empfänge und Festlichkeiten reserviert. Die Dachform der Schlösser sind nachgebildete Türkenzelte in Erinnerung an die großen Schlachten des edlen Ritters. Im wunderschönen Garten des Belvedere-Schlosses stehen überall solche Sphinxen. Alle haben denselben Körper, doch jede ein anderes Gesicht. Diese Figuren sollen die Geliebten des edlen Feldherrn darstellen. Ein einfaches Rezept. Auf einer kleinen Bühne die Kultur, Kabarett, Musik, Gesang und im Publikum darf gegessen und getrunken werden. Ein einfaches Rezept und das Lokal ist fester Bestandteil des Wiener Kulturlebens. Hier zum Beispiel die Bavlatschenbühne, auf der die drei Runderneuerten bei jedem Auftritt ausgebucht sind. Zahlreiche andere Lokale dieser Art gibt es, wie zum Beispiel das Metropol, das Spektakel, das Kabarett Niedermeyer, die Kleinkunstbühne Heinzel, der Haderer, um hier nur einige zu nennen. Ja, die drei gehören zusammen, wie der Firn gehört zum Arsch, wie der Soldat zu seinen Fahnen, wie in die Hosen kehrt die Weiße. Das ist die ehemalige Winterresidenz der Habsburger, die Hofburg. Mehr als 6 Jahrhunderte sitzt der Herrscher über Österreich und heute Sitz des österreichischen Staatsoberhauptes. Der Bundespräsident amtiert in den Originalräumen von Maria Theresia und Josef II. Andere Staatsoberhäupter aus aller Welt beneiden den Präsidenten, der von diesen Räumen aus Politik macht und Österreich vertritt. Auch die Vorhänge von einzigartiger Schönheit stammen original aus der Zeit Maria Theresias. Hier in der Hofburg werden Österreichs politische Gäste empfangen. Der rote Teppich im wunderschönen Innenhof der Hofburg ist weltberühmt. Der gesamte Komplex besteht aus 10 Gebäuden. Praktisch jeder Herrscher ließ die Hofburg ausbauen und erweitern. So repräsentiert die Hofburg Baustile aus den Epochen der Gotik, der Renaissance, aus dem Barock, dem Rokoko, dem Klassizismus und der Gründerzeit. Geschichte, wohin man schaut. Heute hat die Hofburg 2600 Räume, in denen über 5000 Menschen arbeiten. In 1562 begann Kaiser Maximilian II.
mit der Zucht spanischer Pferde in Österreich. Seit Karl dem VI. Finden glanzvolle Reitvorführungen in der barocken Winterreitschule der Hofburg statt. Hartes Pferdetraining wird belohnt. Jedes Pferd hat seine eigene, maßgeschneiderte Ausrüstung. Und mit 7 Pferdejahren ist es dann soweit. Der erste Auftritt in der spanischen Reitschule. In der Schatzkammer, in insgesamt 17 Räumen, werden Kostbarkeiten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation aufbewahrt. Krönungs- und Ordensinsignien, Hoheitszeichen, weltliche und sakrale Kostbarkeiten, Schmuck und Erinnerungsstücke, allesamt von unschätzbarem künstlerischem, historischem und materiellem Wert. Maria Christina war die Lieblingstochter von Maria Theresia. Sie war die einzige, die sich ihren Herrn Gemahl selber aussuchen durfte. Dieser, Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, gründete die Albertina. Mit mehr als 44.000 Zeichnungen und 1,5 Millionen druckgrafischen Werken zählt sie zu den größten Sammlungen der Welt. Das ist eine Kirche, die in besonderer Verbindung mit dem Kaiserhaus steht. Die Kapuzinerkirche. In der darunterliegenden Kapuzinergruft sind seit 1618 alle Mitglieder des Kaiserhauses bestattet. Die letzte, die hier beigesetzt wurde, ist Kaiserin Zita. Sie starb 1989. Es ist noch nicht so lange her. Anfang der 70er Jahre, da war in Wiens Szene nichts los. Die Leute blieben lieber zu Hause. Doch plötzlich, Mitte der 70er, entstand Wiens Szene. Nein, nicht entstand, vielmehr sie explodierte. Gab es vorher einige wenige Treffpunkte, so hat Wien mittlerweile an die 300 gern besuchte Adressen. Das Angebot reicht von der schmierigen Höhle bis zum Neontreff, von der Disco New Wave Ambiente bis zum reinen Bierlokal, vom Beisel mit Live-Musik bis zum Nightclub, vom Jazzkeller bis zum der Gegenwart vorauseilenden Trendsetter-Podium. Ein kleiner Platz inmitten des Textilviertels steht in diesem Zusammenhang schon fast unter Denkmalschutz. Wer hier anfängt und seine Runden dreht, wird bald feststellen, warum ein paar hundert Quadratmeter dieser Stadt Bermuda-Dreieck heißen. Ich kenne eine kleine Stadt, die viele hundert Schlürfe hat. Diese kleine Stadt heißt Swing, da wohnen diese Schnürfe drin. Wenn sie abends zu den Mädchen gehen, in der Backe einen Kaugummi drin, in der Linken einen Amig-Chick, die Haare bis ins Genick. Die Zahl aller Wiener Lokale hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Wir zählen an die 4000 und die Grenze scheint noch lange nicht erreicht. Das Zentrum der Stadt, ein Dom. Wohl die bekannteste und berühmteste Kirche Österreichs. Der Stephansdom.
Bereits im Jahre 1147 war hier eine Kirche, erbaut im romanischen Stil, und praktisch seit dem 12. Jahrhundert bauen auch heute noch Generationen an diesem Bauwerk. So ist es nicht verwunderlich, dass der Stephansdom Baugeschichte aus 8 Jahrhunderten repräsentiert. Der Südturm ist 137 Meter hoch. So hoch sollte auch der Nordturm werden. Der Erbauer dieser Türme schloss, um möglichst rasch die Arbeiten zu vollenden, einen Pakt mit dem Teufel. Gerade bei 61 Meter angelangt, sprach Hans Buxbaum einen heiligen Namen aus und der Teufel warf ihm vom Gerüst in die Tiefe. Der Turm ist bis heute unvollendet, da man fest daran glaubt, dass der Teufel den zweiten Turm nicht wollte. Während der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges brannte das Dach des Domes ab. Der Wiederaufbau und die Renovierungsarbeiten waren eine österreichische Gemeinschaftsarbeit, an der sich alle Bundesländer aktiv beteiligten. Der Hochaltar ist aus Marmor gefertigt. Der Marmor stammt aus Polen, aus der Steiermark, aus Kärnten und aus Tirol. Das Bild zeigt die Steinigung des heiligen Stephan, von dem der Dom seinen Namen erhalten hat. Berühmt ist die Kanzel, gefertigt aus Sandstein. Sie ist das bedeutendste Kunstwerk im Kirchenschiff und ein Meisterwerk spätgotischer Bildhauerei. Meister Pilgram, der Erbauer, hat sich am Fuß der Kanzel selbst dargestellt. Wurde er weltbekannt. Die Orgel im Stephansdom hat 10.000 Pfeifen. Lange Jahre war sie die größte und modernste Orgel der Welt. Der berühmte Wiener Neustädter Altar. Er wurde von Friedrich III. Gestiftet, das war 1447. Aber erst im Jahre 1884 wurde er von Wiener Neustadt nach Wien in die Stephanskirche gebracht. Das Hochgrab von Friedrich III., es beherrscht, gemeißelt aus rotem Marmor, den Südchor des Doms. Zwei Generationen von Bildhauern waren mit der Errichtung dieses Kunstwerkes beschäftigt. Das sind die Gebeine von Tausenden von Wienern, die am früheren Friedhof rund um den Stephansdom bestattet waren. Diese Katakomben liegen mehrere Stockwerke tief unter dem Dom und reichen weit über den Grundriss des eigentlichen Gebäudes hinaus. Der Dom birgt natürlich weitere absolute Besonderheiten. Weltbekannt wurde der Stephansdom aber auch durch einen besonderen Klang. Bum bum, so ahmt man in der Kindersprache den Klang einer Glocke nach und daher kommt der Name Pummerin. Ursprünglich wurde die Glocke aus den Kanonen gegossen, die den Türken bei der Belagerung abgenommen wurden. Das war 1683. Die Originalpummerin stürzte jedoch ab und so wurde 1951 eine neue Pummerin gegossen, die seit 1957 im Nordturm hängt. Sie wiegt 21.000 Kilo. Thank you.
eigenartig, dass in Wien die moderne Architektur schon Geschichte ist und trotzdem begreifbare Gegenwart. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass diese Architektur immer dann im Mittelpunkt stand, wenn andere schon über die Postmoderne redeten. Wohl einer der bekanntesten Architekten Wiens ist Otto Wagner. Der Jugendstil prägte diesen Architekten so sehr, dass Wagner die Herausforderung annahm und seinerseits den Jugendstil prägte. Seine Werke sind Teil des Wiener Flair, wohl für die weiteren Jahrhunderte. Dieses Gebäude an der Wienzeile zum Beispiel ist komplett mit Fliesen verkleidet. Erbaut im Jahre 1898, wurde es um 1990 gewaschen und erstrahlt im neuen, alten Glanz. Die Kirche am Steinhof ist ebenfalls ein Werk von Otto Wagner, genauso wie die wunderschöne Stadtbahnstation am Karlsplatz. Eine vergoldete Kuppel, Lorbeerblätter als Zeichen des Ruhmes und des Sieges. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Das forderte eine Gruppe junger Künstler. Ruhe haben vor den Alten, sich abtrennen von dem Alten. Dafür fanden sie eine Bezeichnung aus dem Lateinischen secedere, abschneiden, abspalten, trennen. Josef Olbrich war einer dieser Künstler und der Erbauer der Sezession, einem Gebäude für Kunstausstellungen. Dieses Haus ist eine internationale Attraktion. Bunte Farben, keine starren Linien, begrünte Dächer. Ein Projekt der Stadterneuerung von Wien. Ein Projekt als Ausdruck einer Gesinnung. Das Hundertwasserhaus. Friedensreich Hundertwasser, ein renommierter Maler, Umweltschützer und Architekturkritiker, sollte im Auftrag der Stadt Wien 50 Sozialwohnungen nach seinen Vorstellungen planen. Es entstand ein fantastischer Kompromiss. Dieses Bauwerk zählt heute schon zu den bekanntesten Wohnbauwerken auf dem ganzen Planeten Erde. Die Wiener waren von den Ideen von Friedensreich Hundertwasser derart begeistert, dass der Meister auch die neue Müllverbrennungsanlage, die gleichzeitig als Wärmekraftwerk dient, gestalten durfte. Dieser riesige Turm wurde anlässlich der Gartenbauausstellung 1964 gebaut. 252 Meter reine Attraktion, das höchste Bauwerk der Stadt Wien. Zwei Schnellaufzüge führen auf 165 Meter Höhe zu zwei sich drehenden Restaurants und einer Aussichtsplattform. Geschäfte, Cafés, Bars, Restaurants. In einem Luxusbau im Zentrum der Stadt. Die hitzigen Diskussionen um das an diesem prominenten Platz und um den Architekten Hans Hollein wollen nicht verstummen. Die Begrenzung der geschwungenen Glasfassade folgt exakt der des römischen Militärlagers Vindobona. Diese eigenwillig geschwungenen Bürotürme entstanden in den 70er Jahren. Besitz der Republik Österreich auf Grund und Boden der Stadt Wien, auf 100 Jahre verpachtet, für den symbolischen Wert von einem österreichischen Schilling an die United Nations Organization, die UNO. 24.000 Fenster, 6.000 Türen, 80.000 Beleuchtungskörper im Vienna International Center. Die Wiener sagen einfach UNO City. Eine Errungenschaft, die am ganzen europäischen Kontinent von sich reden machte. Die Sozialwohnungen der Stadt Wien. Wohnungen für die Arbeiterklasse mit eigenem WC, mit Bad, für ein paar Schilling Miete und das in den 20er Jahren.
eine Revolution. Eine Stadt mit internationalen Attraktionen. Wenn Sie Wien besuchen, sollten Sie es nicht versäumen, eine Stadtführung mitzumachen. Aber achten Sie darauf, dass Sie wirklich kompetent geführt und beraten werden. Achten Sie auf dieses Zeichen. Nur dieses Zeichen garantiert Ihnen einen konzessionierten Führer, dem Sie Ihr vollstes Vertrauen schenken können. Viel Vergnügen in Wien!